Hallo meine Freunde, ich bin es mal wieder, der dicke Nerd aus der Nachbarschaft. Und heute habe ich etwas für euch dabei aus der Rubrik Serien, die man gesehen haben muss. Und ja, meine Freunde, so langsam habe ich mir überlegt, okay, wir hatten dies, wir hatten das, wir hatten tolle Reviews über Serien, was kann da noch kommen? Dann habe ich mich umgedreht in meinen DVD-Schrank geguckt und habe gesehen, da kann noch einiges kommen, meine Freunde. Und ja, damit sind wir auch schon bei meinem aktuellen Fall. Und ihr werdet gleich verstehen, warum Fall das richtige Wort ist. Es handelt sich diesmal um eine Crime-Serie namens Criminal Minds. Es ist schon eine verrückte Fernsehwelt, findet ihr nicht? In den letzten Jahren gab es eine Flut an qualitativ hochwertigen TV-Serien. Viele davon sind mittlerweile abgedreht, einige habe ich euch vorgestellt. Die Jahre davor hatte man allerdings nur die Wahl zwischen, ja, Lachern aus der Dose oder hochtechnisierten Ermittlungsserien. Aber für mich als Liebhaber von Krimis, also so richtigen Krimis, man könnte fast sagen, der klassischen Sorte, war es aber trotzdem nicht immer leicht, etwas Zufriedenstellendes zu finden. Zu wenig Tiefgang, zu viel Laborgedöns. Das ist übrigens einer der Punkte, die mich bei sowas wie Bones gestört haben. Also klar, sie sind irgendwie halt in den Laboren unterwegs, aber es ist zu viel davon gewesen. Also zu viel Laborgedöns, das eigentlich keiner versteht. Eindimensionale Charaktere, ja, und oberflächliche Fälle rauben größtenteils die Spannung und lassen die meisten der modernen Krimiserien, ja, ich bin mal so hart und sage, etwas billig wirken. Criminal Minds ist nämlich mal wieder eine Krimiserie, die nicht nur spannend, sondern auch ziemlich feinfühlig ist, finde ich. Und dabei spreche ich vor allem von allen Charakteren, nicht nur den Ermittlern, sondern auch den Tätern und deren Umfeld. Es wird umfassend auf die Motive der Killer eingegangen, ihre Psyche wird analysiert und ihre Verhältnisse gezeigt. Wir können sie besser nachvollziehen, sie werden nicht einfach als Schwarz-Weiß-Bösewichte dargestellt. Diese Mörder sind auch Psychopathen, aber wir erfahren warum, sodass der Hass oft gar nicht so sehr am Täter liegt, sondern an dessen Umfeld. Also rein psychologisch gesehen eine unfassbar tolle Serie und ich will niemals gutheißen, Gewalt oder sowas anzuwenden, aber ich bin fasziniert von der menschlichen Psyche und ich finde, sie stellen, also die Macher von Criminal Minds stellen es in dieser Serie hervorragend dar, was für Beweggründe die Menschen haben und wir kriegen einen Einblick davon, dass es für die Täter zum Beispiel absolut logisch ist, so zu handeln. Natürlich vollkommen falsch, aber für ihre Realität ist es die einzige Wahl. Ich meine, wo sehen wir das schon mal? Wir sehen sonst in 0815-Krimiserien, ja, der hat jemanden ermordet, der aus Habgier oder sowas und fertig. Aber hier kriegen wir einen richtigen Einblick in die Psyche. Criminal Minds beschreibt zudem die Ermittlertätigkeit der Behavior Analysis Unit, BAU, des FBIs. Diese versuchen, besonders schwierige Fälle, zumeist Serienmorde, durch Profiling, also Verhaltensanalysen, zu lösen. Im Gegensatz zu vergleichsweise harmlosen Serien wie Navy CIS werden die Opfer sowohl physisch als auch psychisch gefoltert, was durchaus auch gezeigt wird. Der Zuschauer leidet mit den Opfern mit. Dabei tun sich zahlreiche verschiedene menschliche Abgründe auf, wie beispielsweise Kannibalismus, Tötung zu Forschungszwecken, Rache, Religion, Erlösung von Leiden und ähnliches.
Oder einfach nur der Spaß an Töten selbst. Auch die Ursachen, aus denen die Täter zu Tätern werden, schöpfen aus dem kompletten Spektrum von genetisch veranlagt bis Affekthandlungen. Dabei kann wirklich jeder, auch ein Kind, zum Täter werden. Interessant ist hierbei, dass durch logisches Denken, Abgleiche mit bekannten Serientätern, die es auch in der Realität gibt, und scharfe Beobachtung mehr oder genauso viel erreicht wird, als durch das Sammeln von Fingerabdrücken, Körperflüssigkeiten oder handfesten Beweisspuren. Die Fälle aber sind alle schlüssig aufgebaut, meine Freunde. Das macht die Serie wesentlich nahbarer und zugänglicher als die meisten modernen anderen Kriminalserien. Anders als dort wird hier nicht mit technischen Spielereien die ganze Arbeit gemacht, sondern auch das Publikum hat hier hin und wieder die Möglichkeit, einen Fall zu knacken. Also ich erinnere mich daran, dass ich die Serie oftmals mit meiner Mutter geguckt habe und wir saßen zusammen im Wohnzimmer und haben oft darüber gerätselt, okay, wer ist das denn jetzt und warum macht er das? Und ja, das ist doch das, wovon so ein Krimi lebt. Und ja, aber gut, weiter im Text. Zwar gibt es mit Penelope Garcia auch eine Computerexpertin im Team, deren Aufgabe ist es jedoch, vorrangig Strafakten und Orte aufzuspüren oder durch andere Details die Ermittler zu unterstützen. Und mal ganz ehrlich, Penelope Garcia ist eine unfassbar coole Socke. Also schon allein ihr extrovertiertes Aussehen und ihre Sprüche, Leute, das müsst ihr euch geben. Ich habe sie sofort ins Herz geschlossen. Die Fälle der Serie sind durchgehend hochspannend gestaltet und haben größtenteils, ja, so wirklich Kinoqualität. Hierbei handelt es sich vom klassischen Kriminalfall bis hin zu außertürlichen, gibt es dieses Wort? Ich glaube nicht. Zu, ja, außergewöhnlichen Notsituationen, sagen wir es mal so. In der die Ermittler unter Zeitdruck stehen und in Rekordtempo handeln müssen. Die Serie hat eine gewisse Brutalität, so dass es nicht verwundert, dass eine Staffel beispielsweise ab 18 freigegeben wurde. Es wundert nicht, ist aber trotzdem im Abgleich mit Filmen wie Old Boy oder Prisoners nicht ganz verhältnismäßig, finde ich. Dabei werden die harten Szenen aber nie ausgeschlachtet, sondern sie sind meist entweder offscreen oder vom Haus aus aus rein psychischer Natur eingebaut. Jedenfalls wird auch hier nicht wie in anderen Serien ausgeschlachtet, was an Gewalt vorgeht, aber es wird auch nichts abgeschwächt. Was da ist, muss da sein und was zu sehen ist, ist wichtig. Zu guter Letzt ist noch das tolle Ermittlerteam zu loben, welches nicht als berechnende Falllösemaschine dargestellt wird, sondern als reale Person, die unheimlich clever sind, aber auch ihre Probleme haben. Aber auch Glücksmomente haben. Hier gibt es die volle Ladung Emotionen, ohne kitschig und ohne aufgesetzt zu wirken. Diese Szenen stören auch nie die Dynamik der Kriminalgeschichte, sondern sie sind perfekt eingebunden. Im Gegensatz zu anderen Serien haben alle im Team auch ein Leben außerhalb der Arbeit, auf das an passender Stelle verwiesen wird. Hier wird dennoch immer wieder deutlich, dass die Kollegen eine Art Familienersatz sind. Herausragend finde ich auch die Entwicklung des Teams und die innere Dynamik, die sich durch wechselnde Mitglieder und individuelle Entwicklung immer wieder verändert. Die Macher gehen dabei auch auf die Auswirkungen des Jobs
auf die Psyche ein. Ja, und um es vorwegzunehmen, meine Lieblingsfigur aus der Serie ist wahrscheinlich 0815 und wie bei den meisten, die die Serie kennen, ja, es ist Dr. Spencer Reed. Er war von klein auf ein Genie und es sickert auch stark durch, dass er es schwer im Leben hatte. Ich kann mich sehr mit ihm identifizieren, denn auch ich habe einen relativ hohen Intelligenzquotienten und ja, vielleicht nicht so hoch wie seiner. Ich meine, seiner ist, glaube ich, unmessbar, aber ja, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich kann mich halt einfach in seine Lage versetzen. Auch ich habe viel für andere gesorgt, sagen wir es mal. Und ja, aber was die Rolle so besonders macht, trotz seiner Intelligenz, ist er niemals neunmal klug oder keine Ahnung, geht mit seinem Fachwissen hausieren oder schlägt irgendjemand anderen vor, das und das so zu machen. Nein, er macht das, was nötig ist für das Team. Er fügt sich perfekt in das Team ein, ist in der Lage, Freundschaften zu schließen und andere zu verstehen und irgendwann auch in der Lage, Emotionen zu zeigen. Das macht ihn zu einem der interessantesten und klischeefreien Charaktere, über den man auch wahnsinnig viel erfährt, gerade im Verlauf der Serie, nicht nur jetzt mal in 2-3 Folgen, nein, seine Entwicklung zieht sich wirklich von der ersten Folge bis zur letzten Folge der 15. Staffel. Deswegen, ja, Criminal Minds ist einfach in meinen Augen genau das, was eine moderne Krimiserie sein sollte. Spannend, interessant, hintergründig, gut gespielt, befreit von Stereotypen jeder Art. Eine Serie, die dem Zuschauer das Geschehen näher bringt und den Laien nicht außen vor lässt. Aber die Serie ist auch komplex und wirkt sehr professionell, wie ich schon angemerkt habe mit der tiefer gehenden Psychologie. Wenn man Criminal Minds guckt, dann muss man sich ja damit auseinandersetzen, wie ein Mensch ticken kann. Nachdem ich die letzten paar Minuten jetzt mehr oder weniger durchgestolpert bin und mich selber mit meinen Worten überschlagen habe, weil ich so begeistert von dieser Serie bin und so begeistert darüber bin, euch diese Serie vorstellen zu dürfen, bin ich aber nun am Ende dieses Videos angelangt. Und ja, ich würde gerne wissen, wie findet ihr diese Serie, wenn ihr sie kennen solltet? Wenn ihr diese Serie noch nicht kennen solltet, habe ich euch vielleicht auf den Geschmack gebracht, diese Serie zu gucken, vielleicht? Wer weiß? Die Serie ist wie alle Serien in dieser Rubrik Serien, die man gesehen haben muss, abgedreht. Also es gibt mittlerweile 15 Staffeln und ich denke, ja, das ist weit genug an Möglichkeiten für ein gutes Wochenende, das verregnet ist, um eine Serie zu gucken. Gerade die ersten Staffeln sind jetzt relativ günstig zu erhalten, denn ihr müsst euch das vorstellen, 15 Staffeln heißt auch, dass die Serie 15 Jahre alt ist. Also die erste Staffel wurde vor 15 Jahren gedreht oder vor 16 Jahren sogar, weil es ist ein bisschen was her, dass die Serie abgedreht wurde. Ich glaube, das ist jetzt 2004 war der Anfang und 2019 das Ende oder so. Da nagelt mich aber nicht drauf fest. Auf jeden Fall, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Serie gut findet, wenn ihr sie kennt, wer eure Lieblingscharaktere sind, was euer Lieblingsfall ist. Und ja, ich verabschiede mich jetzt und ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Euer dicker Nerd aus der Nachbarschaft. Bis bald!